Auch Vertreter der kurdischen Minderheit in Syrien sind in Genf dabei. Sie erhoffen sich von den Verhandlungen Fortschritte für ihre Gebiete im Norden des Landes. Allerdings sind auch die Kurden gespalten. So ist die bekannte Partei PYD, deren Miliz dort kämpft und die ein syrisches Kurdengebiet ausgerufen hat, vor allem auf Druck der Türkei, nicht in Genf. Ein Vertreter der hier anwesenden Kurden sagt, man wolle ein Syrien, das allen Bürgern gehöre und keine Gruppe oder Glaubensrichtung bevorzuge. Staat und Religion müssten voneinander getrennt sein. Was aus dieser Forderung wird, ist jedoch so ungewiss wie die Zukunft des ganzen Landes.